Da sind wir wieder in der Welt von Skyrim und die Vex sitzt nicht mehr da. Wo ist sie hin? Es ist schon lange her, da läuft sie. Zu uns gesellt hat. Ja, Vex, du hast noch ein bisschen extra Arbeit für uns, kann es sein? Davon habe ich mehr, als ihr bewältigen könnt. Na, ich bewältige alles, da wette ich was mit dir. Erzähl mir etwas über das Ausräumen. Eine der schnellsten Möglichkeiten, in den Himmelsrand an etwas Geld zu kommen, besteht darin, die Häuser von ein paar Reichen, um ihre Wertsachen zu erleichtern. Yeah. Wenn ihr Interesse habt, kann ich euch einen guten Ort zeigen, der einmal eine gründliche Entrümpelung vertragen könnte. Gerne. Was sagt ihr? Oh, das ist geil. Also ich stelle mir das so vor, sie sagt, ja, guck mal, geh in das Haus, da liegt ein Haufen Zeug da und ja, wenn du es hast, kommst du vorbei und verkaufst es. Das wäre geil. Ich kümmere mich sofort darum. Sicher, sicher. Erledigt die Sache nur einfach. Hier ist der Auftrag. Dankeschön. Begonnen, das Ausräumen. Und zwar muss ich machen, nimm sämtliche Wertsachen aus dem Haus von Clan Kampfgeboren in Weißlauf. Ach, in Weißlauf. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Ja, ich werde auch eure Gilde so derbe rocken, dass hier unten wieder übelst Action herrscht. So, wir müssen zurück nach Weißlauf. Dann können wir daheim vorbeischauen. Wie sieht's denn aus? Traglast ist auch gut verbraucht. Was ist das geil, dass wir mittlerweile 450 tragen können. Ey, das feiere ich richtig. Oder werden wir in Weißlauf dann auf eine kleine Aufräumtour gehen, im Sinne von Haus ausräumen und Leute beklauen. Das wird ein Riesenspaß. Und auf geht's. Ach, ich muss da eigentlich gar nicht mehr aufmachen, ne? Es geht ja auch so, weil ich will ja eh schnell reisen. Von daher ist uns das ja relativ wurstig. Hallo, Khajiit. Ein Katzenvolk aus Elsweyr. Ich bin mal gespannt, ob die jemals ein Elder Scrolls Elsweyr rausbringen. Müssen sie ja eigentlich, ne? Weil eigentlich müssen sie ja von jeder Region mal irgendeinen Elder Scrolls raushauen. Ich würd's feiern. Vielleicht ja schon Elder Scrolls 6, wer weiß. Obwohl, nee, da war doch auch schon. Wurde doch auch schon irgendwas gesagt, wo es. Dass es bei Hammerfall spielen wird, oder? Hat da nicht mal jemand was. Ist da nicht mal eine Info durchgesickert, dass Elder Scrolls 6 in Hammerfall spielen wird? Tut sie nie. Schauen wir mal. Ja, hey du, mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden, oder soll ich eher sagen, ich hätte da was zu beklauen? Ja, aber auch nur, damit ich halt hier ein bisschen auffrische, so. Wie sieht's aus? Was hast du so? Ja, nehme ich mit. Nehme ich mit. Und danke. Halt den Stahl durch, nehme ich auch mit. Komm. Drachenblut. Oder könntet ihr. Ich nehme jetzt alles mit. Wie gesagt, ich muss jetzt schauen, dass ich hier ein bisschen aufräume. Wo ist denn das, der gute. Ah, schau mal, wen haben wir denn hier? Ich räume jetzt alles aus. So. Und zwar hast du noch einen Dietrich, den nehme ich mit. Ein Granatring, den nehme ich mit. Ein Silberring, nehme ich alles mit. Vielen Dank. Da haben wir auch schon 72. Wunderbar. Und da ist der reiche Typ. In diesem Haus. Haus des Clan-Kampfgeborenen. Cool, cool. Dann nehme ich erstmal den Lavendel vom Haus mit. Den nehme ich auch. Den gönne ich mir auch noch. Und jetzt werde ich einfach mal hier reinmarschieren. So ganz cool. So. Novize. Das dürfte kein Problem sein. Ach, für mich gar nicht. Ist gar kein Problem. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Aber wahrscheinlich nachts wird schon jemand da sein, oder? Meint ihr, ich kann einfach so rumschleichen und alles mitnehmen, ohne dass dieses raffen? So, und ich soll drei bestimmte Sachen klauen, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, sind die alle eingezeichnet? Das wäre langweilig. Oh, das ist langweilig. Ich fände es cooler, wenn man die suchen müsste. Das hätte irgendwie mehr Stil. Egal. Dann machen wir es jetzt einfach so. Vielleicht finden wir noch was anderes, was irgendwie interessant ist. Aber sieht nicht so aus. So, Tür Nummer 1. Oh, da schläft jemand. Scheiße. Oh, oh. Nein, steckt wieder ein. Da unten ist jemand auf jeden Fall. Oh. Hi. Ihr habt. Was habe ich? Hallo? Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Was denn? Oder ich rufe die Wachen. Was denn? Ihr hättet besser auf mich gehört. Wachen, Hilfe, ein Hä? Eindringling. Bei Ismir leben wir hier nicht raus. Ja. Ernsthaft jetzt? Ich darf hier nicht mal einbringen. Boah, yo! Jetzt rasten sie aber aus. Ah, okay, man kann nur den so einen Scheiß hier ausrauben. Ja, klar, jetzt rasten sie völlig aus.
Alter. Die gelitten oder was? Scheiß die Wasser, ne. Seid ihr zum Sterben bereit? Ja, ja. Eine Vase nehmen wir da noch mit. Und wo ist der letzte Gegenstand? Da. Ups. Ich glaube, dass die uns nicht mögen. Kann das sein? Ja, das kann ich natürlich vergessen. So können wir das Ganze natürlich nicht machen. Verdammt. Es ist 5 Uhr morgens. Wie soll ich denn das jetzt am geschicktesten lösen? Soll ich das tagsüber machen? Das soll ich wahrscheinlich tagsüber machen. Wenn man einfach rein darf, wisst ihr? Oh, da kommen ganz viele Leute, die geklaut werden wollen. Wie viele Leute kommen denn da? Wo geht ihr denn alle hin? Eine Carlotta! WTF? Jetzt mal ehrlich, wo gehen die alle hin? Ja, den Dietrich nehme ich mal mit, den Granatstein nehme ich natürlich auch mal mit. Salz nehme ich auch mal mit, logisch. Und das nehme ich auch mit. Danke. Speichern, nächster. Und du bist dran. Wache mitgenommen. Dankeschön. Und dich beklaue ich auch gleich noch. Amethyst, Dietrich. Das Gold kannst du behalten, das brauche ich nicht. Ring des leichten Schleichens. Geil! Der ist in der Tat wirklich... Ach, Gold gibt auch noch her. Der ist ja richtig epic, wartet mal. Dann kann ich nämlich viel besser schleichen. Dann passiert mir das vielleicht nicht, dass die mich entdecken. Was habe ich in dem Moment für Ringe? Habe ich überhaupt einen Ring? Ja, ich habe einen billigen Granatring, der null bringt. Ring des leichten Schleichens, der ist ja mal endgeil. Ring des geringen Schlossknackens. Oh, steigert die Gesundheit um 20 Punkte, ist aber auch nice. Kann ich nicht 2 anlegen? Früher konnte man nur 2 anlegen. Egal, leichtes Schleichen finde ich deutlich geiler. So, halt, wer ist jetzt da noch? Du willst noch beklaut werden, glaube ich. Brief interessiert mich nicht. Gold interessiert mich. Der makellose Stein interessiert mich. Und der normale Ring interessiert mich auch. Halt, du brauchst gar nicht weggehen. Halt. So, mitgenommen. Und Halskette der Wasseratmung. Hey, die Leute haben geiles Zeug dabei. Ja, sag einmal. Scheiße. Mist. Das heißt, ich muss mir jetzt beeilen. Halt. So, stopp. Kann unter Wasser schwimmen ohne zertrinken. Das ist endgeil. Das muss ich unbedingt behalten. Das kann man ja mal sowas von gebrauchen. So, halt. Stufenfortschritt. Was hast du jetzt noch dabei? Halt mit dir, oder? Nee, so ein Verdammter. Du bist der interessante Typ. So. Passt. Die Wache nehmen wir auch noch mit. Jo, läuft. Und dich nehmen wir auch noch mit. Ach, du bist sogar so einer dieser Kampfgeborenen. Haha. Ha, geil. Dann kann ich mir den Schlüssel auch einfach mal mitnehmen. Ja, genau, das mache ich. So, und scheiße, dich habe ich jetzt nicht mehr erwischt. Egal, ich glaube, jetzt habe ich ordentlich aufgeräumt. Und jetzt gehen wir auch gleich mal in eine neue Stufe nach oben. Da gehe ich auf Ausdauer. Und habe einen Talentpunkt zum Verbessern. Wie sieht's denn aus? Kann ich da noch irgendwie was bei... Bye. Oh, geht das auch ein bisschen schneller, ey. Kann man da nicht schneller rüber? Scheiße, ich bin genau in die falsche Richtung, ne? Taschendiebstahl ist auf 78, ey. Da ging jetzt ordentlich was, ne? So, was hätten wir denn da? Taschendiebstahlbonus um 80%. Läuft. Aber was ist das hier? Gold ist einfacher oder du kannst jemanden vergiften. Ne, das ist nicht so cool. Taschendiebstahl von Schlüsseln funktioniert fast immer. Das ist eigentlich auch nicht so... Das ausgerüstete Waffe stellen und ausgerüstete Sachen stellen ist schon mal sehr cool. Aber... Weiß nicht, soll ich vorher das noch machen? Diebstahlbonus von 80%? Ach mal ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche gar keinen Bonus mehr. Dann mache ich jetzt lieber das und dann kann ich als nächstes ausgerüstete Waffen klauen. Oder? Wartet mal. Was hätte ich denn noch bei Schleichen im Angebot? Schwerer entdeckt zu werden. Das Geräusch von Rüstungen, das ist 50% leichter. Das ist eigentlich schon fast gut. Halt, da will ich nicht hin. Ich will wissen, was das hier ist. Ah, oh ja, das ist auch ziemlich cool. Dann mache ich jetzt mal das hier. Dann bin ich nämlich um 50% leiser. Das ist ganz gut. Auf die Weise pirscht ihr euch an niemanden heran. Das ist verdammt gut, wenn ich bedenke, was wir eigentlich vorhaben. Und zwar eben jetzt das Ausräumen. Ich denke, da kann es nicht schaden, wenn wir quasi gar nicht da sind, ne? Ach, halt die Fresse da hinten.
Nachdem wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, bis die wahrscheinlich dort alle wach sind, laufe ich mal kurz nach Jobaskar rein. Und soll ich euch was sagen? Da gehe ich jetzt auch nochmal kurz auf Beutetour. Es macht nämlich Spaß ohne Ende, wenn ich ehrlich bin. Hey, fangen wir mit dir an. Du kennst mich nicht. Schau mal an, die hört mir sie. Oh, der hat gar nichts. Das ist ja schwach. Das ist ja schwach. Ich gehe mal da runter, weil da ging nämlich immer übelste Action in den Wohnquartieren. Ich nehme an, da sind auch noch die meisten Leute. Und da darf ich auch einfach rein. Ich glaube nicht, dass die mich da jetzt ankacken, wenn ich da jetzt hier rumlaufe. Halt, wir fangen mal mit dir an. Euch kenne ich noch nicht. Ja, brauchst du auch gar nicht. Ja gut, das ist ein bisschen lame jetzt. Aber damit ich mein Ding verbessere, würde ich sagen, nehme ich es trotzdem mal mit. Ich kann ja dann auch erstmal ordentlich verkaufen gehen. Apropos verkaufen, das werde ich im Übrigen im Anschluss an der Folge machen. Allerdings off-air, weil ich habe so viel Zeug jetzt geklaut und so. Da ist auch der Chef, ne? Das tun wir alle. Den könnte ich auch mal beklauen hier. Wow, bebendete Eisenschild. Dieses eine Mal Scheiße. Das ist schlecht. Weil ich habe nämlich zuletzt gespeichert bei ihm hier. Egal, das kriege ich. Euch kenne ich noch nicht. Ja, machen wir nochmal hier so und so. Und, ja. Ich hoffe, ihr wisst. Deswegen will ich auch ausgerüstete Sachen klauen, weil die haben garantiert geile Rüstung. Garantiert. So, was hast du denn? Du musst doch irgendwas Fettes haben. Das ist gar nichts, obwohl du der Chef bist. Kranker Scheiß. Diese Bürde. So, hier haben wir ja nichts mehr Interessantes, ne? Da waren wir ja eh schon mal drin. Das hätte ich gerne. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Ich glaube nicht, dass ich mich hier hinten in der Ecke verstecken kann, oder? Oh doch, sie würden mich nicht sehen. Das heißt, ich kann es eigentlich aufmachen. Lass mich das mal probieren. Schade. Oh, ich habe mittlerweile so viele Dietriche, weil eigentlich jeder Typ hat, also jeder in Skyrim, hat irgendwie einen Dietrich dabei. Und den nehme ich immer mit, deswegen habe ich mittlerweile schon eine ganz coole Stückzahl. Aber irgendwie kriege ich das Schloss hier gerade nicht auf. Okay, also links kann ja gar nichts gehen. Muss ganz rechts sein, oder? Hä? Oder gleich in der Mitte, oder wie? Ach, in der Mitte. LOL, ich hätte gar nicht bewegen müssen. Das meine Sorge sein. Sehen die das jetzt, oder sehen die das nicht? Das sehen die ja wirklich nicht. Geil. Geil, wirklich, haben die jetzt nichts gesehen. Jetzt kein Kopfgeld oder so. Kein Verbrechen gemacht. Wie geil ist das denn, ey? Hammer. 1200 Diebstähle schon gemacht. Ich würde sagen, ich bin sehr erfolgreich. Ach, cool. Hey, da schläft jemand. Nachdem ich jetzt ganz schön leise bin, kann ich die auch garantiert ganz einfach beklauen, oder? Ha, Nadia, Steinarm. Hat auch eine Scheiße dabei. Und Torschlüssel von Weißlauf, den kann man auch mal mitnehmen. Ja, nachdem wir jetzt eine Hehlerin haben, ist es halt ziemlich cool, weil du kannst einfach alles mitnehmen und dann irgendwie verkaufen. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles. Und werde mich jetzt dann doch mal auf den Weg begeben, unser eigentlichen Ziel nachzugehen. Ist da drüben noch was? Haben wir hier noch jemanden? Hallo? Ja, hallo. Wie sieht's mit dir aus, Brill? Steigert die Gesundheit um 20 Punkte. Ja, finde ich ja cool. Dolch des Himmelschmiedstahls. Ja, oh, Silberring. Komm, gib mir den auch noch. Passt, dankeschön. Ich nehme... Oh, du bist auch noch da. Ich nehme alles mit. Es ist so cool, die Leute zu beklauen. Die schlafen. Die sehen das noch nicht mal. So, kann ich alles mitnehmen. Ja, gib her. Du auch, komm. Amethyst, 90%. Da kann nicht viel schief gehen. Gold, so viel halt. Ihr hättet einfach fragen... Ach, ihr hättet einfach fragen sollen. Ja, nee, ist klar. Ach komm, gib her jetzt den Scheiß. So. Aber ihr hättet einfach fragen können. Aber? Vor allem wie geil, wie er einfach weiterschläft. Wie heißt das denn gemerkt, du Kurk? So. Gib her jetzt. Dankeschön. So, das merken sie ja eh nicht. Taschendiebstahl mittlerweile schon auf 82. Ganz klare Ansage eigentlich. Oh, wie krass, ey. Schade, dass Schleichen nur gilt, wenn Gegner in der Nähe sind und nicht, wenn du jetzt zum Beispiel auf sowas wie einem Beutezug bist. Schade eigentlich. So, ich hoffe, die haben mittlerweile offen. Dann hast du eigentlich irgendwas Interessantes? Ach, deine Mutter gehört's. So, hast du irgendwas? Du hast ja wirklich was. Ja, das riskiere ich jetzt aber nicht, weil sonst muss ich den anderen Scheiß nochmal machen. Genau deswegen. Glück gehabt, dass ich gespeichert habe. 90%, hallo? Genug. Oh, Leute. Ja. Was hat denn der noch so?
Ganz schön viel Zeug, ey. Passt, danke, tschüss. Wunderbar. So haben wir das in etwa vorgestellt. Ich muss eigentlich wieder darüber. Dann sollte ich dem auch nachgehen. So, da wären wir. Habt ihr mittlerweile offen? Nein, habt ihr nicht. Dann mach ich noch kurz was anderes. Oh, ich nehme euch einfach mal mit. Bin gut drauf hier. Ich nehme euch mal mit hier. Und zwar laufen wir einmal nach Hause. Und da werde ich ein bisschen Zeug ablegen. So. Ich könnte auch einfach mal das geklaute Zeug, was ich... da muss ich runter. Das ganze geklaute Zeug, was ich habe in der Bude, das könnte ich eigentlich auch mal mitnehmen, weil ich es mittlerweile einfach verkaufen kann. Boah, so viel Geld wird die Hehlerin gar nicht haben. Wo haben wir denn das hingetan? Hier, oder? Jawoll. Jawoll. Oh, scheiße. Traglast ist schon ziemlich erschöpft. Von daher muss ich wohl dann doch erst vorher verkaufen gehen. So, hier haben wir aber garantiert ein paar Zutaten, die man... Oh, na, nicht viel. Zwar gut Lavendel und gut Salz, aber das ist jetzt nicht die Welt unbedingt. Habe ich sonst noch irgendwas dabei, was hier besonders schwer ist? Nee, was ist denn das? Da kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Okay. Ah, aber ich könnte zum Beispiel mal hier meine ganze Sammlung an Edelsteinen mal wieder auffüllen. Schaut euch an, was alles geklaut ist, ey. Ist das geil, ey. Ist alles mein geklautes Zeug? War sehr traurig. Ablegen. Ja, bitte unbedingt. Dann hätten wir hier noch einen Granatstein. Dann hätten wir hier noch einen Rubin, Saphir. Den Stein, den behalten wir mal noch. Lederstreifen. Ah ja, schmieden. So wollte ich auch mal wieder. Wollte ich überhaupt mal machen, ne? Da wartet ihr ja schon lange drauf. Ja, werde ich machen. Muss aber jetzt erstmal hier den anderen Scheiß machen. So, Schlüssel. Da haben wir auch schon eine coole Menge. Bücher können ja auch mal ein paar loswerden. Tragfähigkeit verstärken. Kriechrankenwurzel und Riesenzeh. Habe ich das? Ein Riesenzeh habe ich, glaube ich. Meine Kriechrankenwurzel? Tatsache, ich habe wirklich eine Kriechranke. Scheiße, aber kein Riesenzeh mehr. Aber ich weiß, wer mir einen Riesenzeh verkauft. Wartet mal, das würde mich ja interessieren. Das würde mich ja mal interessieren. So, schauen wir mal. Hat die denn schon offen? Du müsstest nämlich... Ah, die hat noch nicht offen. Dann warten wir jetzt gemeinsam darauf, dass sie wieder aufmacht. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Und dann mache ich jetzt so ein paar Kleinigkeiten. Ich verkaufe jetzt schon mal ein bisschen was. Und dann... Ja, lasst euch einfach überraschen. Ja, gut, cool. Sehen wir uns nächste Woche.